Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Man hat den Eindruck, die Ampel würde im Kampf gegen den Islamismus die Hände in den Schoß legen. Der Bundestag hatte bereits im November 2020, das sind jetzt fast 4 Jahre, der Bundesregierung einen Prüfauftrag für das Verbot der islamistisch-nationalistischen Organisation der Grauen Wölfe erteilt. Seitdem ist auch nach mehreren Nachfragen nichts geschehen im Innenministerium, und ich finde das unfassbar. Auf wen nimmt diese Bundesregierung hier denn eigentlich Rücksicht? Auf den NATO-Partner Erdogan, der im Syrienkrieg nachweislich Terrorgruppen unterstützt hat, islamistische? Diese fatale Rücksicht, meine Damen und Herren, fördert den Islamismus in unserem Land, und das ist brandgefährlich. Und warum verbieten Sie nicht die Vereine in Deutschland, die die Einführung eines Kalifats, einer islamistisch begründeten Diktatur als Ziel haben, fragt man sich. Wollen Sie ja auch wieder jahrelang die Füße stillhalten? Dieses unverantwortliche Verhalten von Innenministerin Faeser riskiert gemeinsam mit dieser Ampelregierung die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland. Und das ist unverantwortlich. Meine Damen und Herren, das Bündnis Sahra Wagenknecht wendet sich gegen alle Versuche, den notwendigen Kampf gegen den Islamismus und seinen Terror für das Schüren von Ressentiments gegen Muslime zu missbrauchen. Das Verbot von Vereinen wie Muslim Interaktiv aber, die die Abschaffung der Demokratie und Errichtung von Gottesstaat und mit Kalifat und Scharia propagieren, das darf nicht länger verschleppt werden. Diese Vereine richten sich gegen uns alle. Deshalb werden wir als Bündnis Sahra Wagenknecht den entsprechenden Antrag der AfD aus diesen Gründen nicht ablehnen. Der Meinungsfreiheit einen Maulkorb anzulegen allerdings lehnen wir ab. Kritik an den USA oder Israel darf kein Maßstab für ein Vereinsverbot sein. Das Verbot von islamistischen Diktaturvereinen in Deutschland, Kollegin, ist lange überfällig. Wachen Sie endlich auf in der Ampel. Schauen Sie nicht weiter weg beim Thema Islamismus und islamistischen Terror. Vielen Dank.